Herzlich willkommen. Hallo, jetzt wieder Sie mit einem neuen Projekt. Wir zocken Castlevania oder Castlevania. Je nachdem, aus welchem Kulturkreis man stammt. Und ja, ein weiterer Jump'n'Run-Klassiker soll sich auf diesem Kanal zu den Projekten gesellen. Ich hoffe, man versteht mich gut. Ich habe den Pegel meines Mikros jetzt noch ein wenig weiter runter geregelt. Vielleicht übersteuert es jetzt nicht mehr so arg. Ich hoffe es zumindest. Muss ich gleich mal erwähnen, ich habe eigentlich gerade schon aufgenommen und habe aber leider mein Mikro permanent auf stumm gestellt gehabt. Ich habe mich erst durch die ersten paar Räume hier durchgekämpft, daher zu viel kenne ich jetzt nicht. Den Titel lest ihr blind, das muss ich kurz erklären. Was bedeutet blind in diesem Fall? Nun, es ist im Prinzip... Okay, Weihwasser. Im Prinzip bedeutet blind in diesem Fall dasselbe wie in den Mega Man-Projekten. Also bei den klassischen Mega Man-Projekten. Okay. Bei den klassischen Mega Man-Projekten. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ich habe aber vor Ewigkeit mal ein Let's Play dazu gesehen. Das ist allerdings mittlerweile. Ja, wahrscheinlich noch nicht ganz 10 Jahre, aber etwa so lang her. Daher, also. Ich weiß, wie die Bosse aussehen in diesem Spiel, rein optisch. Ich habe aber keine Ahnung, was sie machen. Ich habe keine Ahnung von den Levelstrukturen. Auch nicht von den ganzen Gegenständen. So, jetzt sind wir gleich in dem Raum, bis zu dem ich gespielt habe. Das hier habe ich da auch gefunden. Und ich habe auch schon gemerkt, wie die Steuerung bei Treppen ist. Das ist eine ziemlich interessante Steuerung. Wir können weder springen noch angreifen. Die lasse ich mal vorbeilaufen. Wenn ich dürfte. Oh, okay. Ich verstehe. Die Sprungmechanik soll mich... Soll mir hier... Okay. Der Kerl ist ja noch schlimmer als Mario. Ich habe die eigentlich getroffen, aber... Okay. Gut. Die Peitschenverbesserung. Hä? Jetzt konnte ich doch wieder angreifen. Okay. Weg mit dir, Fledermaus. Dann springen wir mal lieber drüber. Bisschen Geld. Bringt wahrscheinlich jener Punkte. Nee, also wie gesagt, das Spiel inhaltlich habe ich an für sich keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall noch nie selbst gespielt. Und ja, in dem Teil, der euch jetzt fehlt, habe ich lediglich herausgefunden, wie die Grundfunktionalität des Spiels ist, wie man sich bewegt, wie man angreift. Was Herzen bringen, weiß ich immer noch nicht. Also wenn man das macht, ausgehend von dem Leuchten, besiegt alle Gegner auf dem Bildschirm? Fragezeichen. Also, ihr merkt, ich habe von dem Spiel herzlich wenig Ahnung. Aber es ist halt ein NES-Klassiker und... Oh, verdammt! Es ist halt ein NES-Klassiker und während des Boshi-Let's Plays habe ich gesagt, dass ich davon mehr auf meinem Kanal haben möchte. Zieh dich. Und dementsprechend machen wir das halt jetzt nach und nach. Jetzt probiere ich mal was aus. Ah, okay, die Herzen sind unsere Munition für Gegenstände. Ich verstehe. Ich sehe dich da oben. Okay. Du musst doch nicht diese Leiter hochgehen. Au. War das unser erster Boss? Ich nehme an. Okay. Level 1 geschafft, nehme ich an. Okay. Eine Karte. Wir sind der blinkende Punkt, nehme ich an. Ja, also generell die Geschichte des Spiels. Unser Charakter nennt sich Simon Belmont. Und ist wohl angehört worden, um
Dracula zu bekämpfen. Also Graf Dracula. Ob es da mehr zu sagen gibt, weiß ich nicht. Oh. Ein Oh, sehr schön. Okay, geheime Schalter gibt es in dem Spiel anscheinend auch. Also, dass man Wände einhauen kann, wusste ich noch. Ich habe aber keine Ahnung, wo diese Wände sind. Ich werde es einfach mal immer mal wieder probieren. Wie ich da oben sehe, läuft auch eine Zeit ab. Okay. Ja, das erste Level lief ja jetzt relativ schnell. Daher denke ich mal, machen wir mal zwei Level pro Video. Oh Gott, die Sprungmechanik von Simon wird mich, glaube ich, regelmäßig noch in Abgründe werfen. Ja, ich habe versehentlich nach... Moment. Nee, da ist nichts. Immer schön die Kerzen zerstören. Wir haben noch nicht unsere maximale Peitschenstärke. Die habe ich gesehen, Fledermaus. Will ich da runter? Eigentlich nicht, ne? Kann ich auch gar nicht. Krieg den Ritter doch gar nicht besiegt. Außer natürlich... Oh, was haben wir denn hier? Was ist das? Ich habe eine 2. Da drüben ist eine Mario-Plattform. Mario Land-Plattform, um genau zu sein. Oh Gott. Ich schätze mal, ich hätte da noch was kaputt machen können. Aber was soll's. Mir gefällt auf jeden Fall schon mal... Ach Gott, die berühmten Medusa-Köpfe. Nein. Und da war es auch schon wieder mit den Köpfen. Okay. Kleine einleitende Passage. Die schmeiß ich einfach mal mit Messern zu. Oh Gott, diese Sprungmechanik. Wir haben keinen Schwung, aber dafür haben wir... ja. Sprünge, bei denen schon vorher fest sein muss, in welche Richtung er springen möchte, wenn er springen möchte. Oh mein Gott. Warum denn so kompliziert? Lebenspunkte wären ganz... Ach nee. Wobei, es geht ja noch. Da geht ja noch locker. Aber ich vermute jetzt einfach mal, dass sich da oben irgendwas verstecken wird. Das schreit zumindest sehr nach Geheimnis. Oder auch nicht. Dann schauen wir trotzdem mal. Ups. Gott sei Dank gibt's keinen Fallschaden. Hä? Ja? Hä? Ja? Nee. Okay. Dann war das da oben das einzige Geheimnis. Da warten wir schön. Ich wusste schon beim Abspringen. Ich habe das Gefühl, bei den Medusa-Köpfen, ich will eigentlich am ersten einfach weiterrennen. Ich glaube, ich will bei denen einfach nur weiterlaufen. Ah, komm her. Trau dich. Danke. So. Und schon ist die Peitschenstärke wieder auf dem Maximum. Ich habe das Gefühl, dass das eh so einprogrammiert ist, dass wir die maximale Peitschenstärke relativ schnell wieder erreichen können. Ugh, ne. Und da kommen die Probleme. Nervt mich nicht weiter. Die Mini-Peitsche ist ja schon irgendwie putzig, ne? So, weg mit dir. Weiter. Vielleicht wird das dank den Medusa-Köpfen da oben dann doch nicht ganz so leicht. Da muss irgendwie noch eine Taktik her. Nein! Diese Sprungmechanik. Ja, natürlich weiter. Ach so. Wir dürfen anscheinend immer wieder im jeweiligen Level anfangen. Jetzt ist natürlich das Problematische, dass meine Zeitanzeige wieder komplett schwarz gefärbt ist. Ich deswegen davon nicht allzu viel sehe. Deswegen kann ich nur schätzen, wie viel Zeit vergangen ist. Aber ich glaube, wenn ich in 20 Minuten Folgen rechne, was ich gerne tun würde, dann wäre es demnächst an der Zeit, diese erste Folge zu beenden. Ja gut, ich meine, den ersten Boss haben wir hinter uns gebracht. Ist ein verzeichnbarer Fortschritt.
Und das Spiel ist auf jeden Fall schon mal deutlich freundlicher als Super Mario. Wenn es mich tatsächlich immer wieder beim letzten Level weitermachen lässt, in dem ich war. Ah, jetzt habe ich die 2 nicht mitgenommen. Mist. Egal. Wird schon nicht so dramatisch gewesen sein. Ui. So, soll der Ritter erstmal wieder herkommen? Nee. Machen wir kurz den Raum hier fertig. Und dann soll es das für die erste Folge gewesen sein. Ich glaube nämlich nicht daran, dass wir unbedingt levelweisen Fortschritt in den Folgen machen werden. Oder es sind gerade mal 10 Minuten vergangen. Oh. Okay, unter 10 Minuten brauchen wir dann auch nicht gehen. Komm her. Ja, okay, wenn jetzt 10 Minuten vergangen sind, dann... Dann tut's mir leid. 10 Minuten Folgen brauchen wir nicht machen. Kämen wir denn dahin, bitte? Weg mit euch. Beziehungsweise mit dir. Nee, ich gehe mal davon aus, dass das da eine 1 ist. Nein! Ach nein, Simon! Oh. Und ja, ich komme mir ein bisschen komisch dabei vor, wenn ich mich die ganze Zeit über einen Simon aufrege. Aber so heißt der Charakter nun mal. Kann ich auch nichts dafür. Jetzt hätte ich gerne okay. Taschenuhr klingt nach Zeit anhalten. Nein! Moment, der hat doch gerade noch gezögert. Jetzt verarsch mich nicht. Oh. Nummer 1. Fernkampfwaffe. Herzchen. Ich hätte gerne noch meine zweite Peitschenverbesserung, aber ich treffe mal ja auch so. Gut. Ich komme schon noch rein in diese Steuerung. Wie gesagt, ich spiele es das erste Mal. Nur weil ich gewisse Inhalte des Spiels kenne, gut, ich meine so Sachen wie Loserköpfe sind halt einfach bekannt. Ich glaube, die kennen sogar jemand. Ich denke mal, die dürften auch andere Leute kennen, die das Spiel nie gespielt haben. So, komm her. Nee, ich glaube, das... Ja, das ist wirklich eine 1. Oh Gott. Dann tut's mir leid, Leute. Nach 10 Minuten hätte ich die Folge wirklich nicht beenden wollen. Ich mache 20 Minuten Folgen. Ich glaube, das ist angemessen für ein Spiel wie Castlevania. Aber weniger nicht. So. Sollte schon hochgehen, Simon. Mr. Belmont. So, jetzt springen wir ein bisschen früher ab, dann haben wir hier ein bisschen mehr... Okay, gehen wir einfach durch die Tür und freuen uns unseres Lebens, würde ich meinen. Das wird's Beste sein. Okay, wieder jede Menge Blöcke. Aha. Na, Essen bringt uns gerade herzlich wenig, aber macht ja nichts. Dann wird hier in der restlichen Wand wahrscheinlich nichts sein. Hey. Hat Metal Man hier was vergessen? Okay, der macht so. Okay. Mega dramatisch. Ich habe das Gefühl... Erreiche ich euch damit? Nee, gerade so nicht. Au. Haben wir hier irgendwie was in der Wand drin? Nee. Ah, da haben wir wieder eine 2. Nach wie vor, keine Ahnung, was die uns bringt. Ugh, oh Gott. Hab mir gerade schon Sorgen gemacht, das Geräusch klang irgendwie nicht so, als könnte ich da was kaputt machen. Aha. Okay, krieg die kaputt, bevor sie nochmal feuern können, das ist gut zu wissen. Du lässt mich in Ruhe. Auch wenn ich dich mit 2 Schlägen vernichten kann, aber
Wir brauchen ja kein Risiko. Nein, 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 nein. Nein, Simon. Okay, dann hau ich halt dann nicht auf der niederen Höhe an die Wand. Ist auch in Ordnung. Was mache ich denn? Yep, das löscht alle Gegner. Bosszeit? Ein Medusa-Kopf, ein großer. Au. Einfach draufhauen. Ah. Okay, ging tatsächlich. Ich habe gar nicht auf die Lebenspunkte geachtet, offen gestanden. Aber naja, damit wäre der Medusa-Kopf auch besiegt. Geht ja ganz gut voran, würde ich meinen. Ginge besser, aber wir kommen voran. Ja, aber das ist nicht die komplette Karte. Das wird noch eine Weile dauern. Aber gut, 2 Level, dann soll es das für die erste Folge gewesen sein. Ich bin gespannt, was uns in dem Spiel sonst noch so erwartet und wie wir damit zurechtkommen werden. Ich denke mal, es wird insgesamt auch ein verhältnismäßig kurzes Let's Play, aber wie gesagt, ich wollte Castlevania schon immer mal gespielt haben und warum nicht gleich aufnehmen. In dem Sinne, sieht man sich beim nächsten Mal wieder bei Castlevania. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.